Mein Name ist Julia Wojcyszke und ich bin Ökotrophologin von Haus aus, heißt Haushaltsernährungswissenschaftlerin, habe das studiert in der Uni in Gießen. Genau, ich würde Ihnen einfach heute eben mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen. Ich habe den Vortrag ganz interaktiv eigentlich vorbereitet. Also Sie werden jetzt in den nächsten halben Stunde gefragt. Es gibt viele Fragen an Sie, auch eben nochmal viele Abschätzungen, die Sie geben sollten. Ich würde trotzdem nochmal beginnen, unser Ernährungsteam einmal kurz vorzustellen, dass Sie nochmal meine Kollegin einmal sehen. Wir sitzen in der Ambulanz für enterale und parenterale Ernährung. Das heißt, wir haben eine eigene Hochschulambulanz an der Uniklinik. Die Patienten können zu uns kommen mit Überweisungsschein, werden dann eben in allen Fragestellungen der Ernährungsmedizin von uns betreut. Und wir sind ein interdisziplinäres Team. Das heißt, wir haben viele Berufsgruppen vereint. Natürlich Ernährungsmediziner bei uns mit dabei. Da sehen Sie auch den Professor Bojunga, das ist unser Chef. Die Frau Dr. Friedrich Rust, das ist unsere Oberärztin mit im Team. Und dann sind wir eben Ökotrophologen. Wir sind Diätberater oder Diabetesberaterin. Und wir haben auch eine Fachkrankenschwester mit dabei. Also das ist eigentlich immer ein ganz guter fachlicher Austausch, den wir uns da liefern können. Wir sind angesiedelt in der Medizinischen Klinik 1. Da haben Sie oben das Logo auch nochmal mit dabei. Das ist eben die Klinik für Hepatologie, Gastroenterologie. Also das passt ja auch schon thematisch eben mit der Laktoseintoleranz. Da sehen wir sehr viele Patienten. Ich habe am Anfang einfach ein paar Fragen mitgebracht und würde Sie einfach mal bitten, dass Sie sich melden. Das ist so ein bisschen, Sie sollen einmal einschätzen, richtig oder falsch, beziehungsweise erst noch die Übersicht, Verzeihung, da wäre ich schon einzu schnell. Der Professor Seifert hat es im Prinzip eigentlich schon so erklärt, hat eben auch schon mal gesagt, es gibt immer die unterschiedlichsten Begriffe. Wenn wir von Laktoseintoleranz reden, hören wir ganz oft auch Allergie, Milch, Eiweißallergie. Muss ich jetzt alle Milchprodukte meiden? Darf ich gar nichts mehr essen? Kann ich einen anaphylaktischen Schock bekommen auch? Wie gefährlich wird das? Wir hören häufig auch von der Malabsorption in dem Bereich. Vielleicht sagt das der Hausarzt. Dann taucht häufig eben Fructoseintoleranz nochmal auf, wenn man von der Laktoseintoleranz spricht. Was ist das nun schon wieder? Lebensmittelunverträglichkeiten, also da geistern eine Menge an Begriffen durch den Raum, die man eigentlich, ja, der Professor Seifert hat es eben schon angedeutet, korrekt heißt es eigentlich Milchzuckerunverträglichkeit oder Laktoseintoleranz. Das muss man ganz klar abgrenzen. Wenn es keine Beschwerden macht, wäre es die Malabsorption. Fructoseintoleranz wäre eben ganz anderer Zucker, auch ganz andere Lebensmittel, die die Beschwerden verursachen. Und bei der Allergie, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Gebiet. Da ist es wirklich vom Stoffwechsel her, dass da bestimmte Reaktionen ausgelöst werden, die gefährlich werden können, die uns eben krank machen. Und die Milch-Eiweiß-Allergie ist da ganz häufig, dass da doch dann irgendwie nochmal der Nachbar kommt und sagt, Mensch, ich habe gehört, wenn du da auch nur kleinste Mengen von Milch isst, dann kriegst du ein Problem. Da muss man wirklich nochmal Obacht geben. Da gibt es viele Begriffe eben. Genau, Ursache ist eben Mangel des Enzyms Laktase. Folge, Laktose wird nicht aus dem Darm aufgenommen. Sie haben das gesehen mit den Bakterien, die sich riesig freuen. Es gibt ein Festmahl und dann eben die Gase, die entstehen, die Ihnen dann eben hauptsächlich Verdauungsbeschwerden bereiten. Diagnose, H2-Atemtest ist eigentlich der Goldstandard, den man eben machen sollte, aber auch nicht vernachlässigen sollte. Es kann eben noch andere Erkrankungen sein. Genau, so jetzt wären wir für den Einstieg bei den Fragen richtig falsch. Jetzt wären Sie einmal gefordert. Ich habe einfach mal so ein paar Statements mitgebracht, möchte Sie einfach ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass Sie vielleicht auch mal schauen, wie gut bin ich schon informiert, was bereitet mir jetzt eigentlich noch Probleme? Ich habe am Anfang eine leichte Frage mitgebracht und würde Sie einfach bitten, einmal mir ein Handzeichen zu geben. Ursache der Laktoseintoleranz ist ein Mangel an milchzuckerspaltendem Enzym der Laktase. Wer wäre dafür, dass das richtig ist? Bitte einmal mit der Hand deutlich aufzeigen. Das sind die meisten. Die
Die nächste Frage wird schon ein bisschen kniffliger. Der Verzehr einer laktosefreien Butter ist dem Verzehr einer herkömmlichen Butter vorzuziehen. Was würden Sie sagen? Nein. Nein. Wer ist dafür? Na, traut sich keiner mehr. Wir werden das nachher auflösen, am Ende. Sie müssen sich ein bisschen gedulden. Ich glaube, viel werden wir dann eben währenddessen schon, da wird Ihnen schon einiges klar werden und wir lösen es dann aber auch wirklich nochmal auf. Größere Mengen Maltose und Maltodextrin können Beschwerden bereiten. Wer sagt, das ist richtig? Bitte einmal melden mit Handzeichen. Traut sich keiner. Wer sagt, dass es falsch ist? Ich würde sagen, wir machen ja Multiple-Choice-Fragen. Wenn drin steht größere Mengen, ist immer falsch. Also klar, ist immer schlecht. Wer sagt, das ist falsch? Der Verlauf der Stoffwechselerkrankung wird innerhalb des Hausarztprogramms Lactofit betreut. Wer ist da, wer hat da schon mal da was von gehört? Wer würde sich bei richtig melden? Wer sagt, das ist absoluter Humbug? Bitte einmal Handzeichen. Ein mutiger Herr meldet sich. Magermilchpulver ist das laktosefreie Extrakt aus Milch und kann als Milchersatz verwendet werden. Wer sagt, das ist richtig? Ah, Sie durchschauen mich schon ziemlich gut hier. Bei Verzicht auf Milchprodukte kann die Kalziumzufuhr vermindert sein. Wer würde sagen, da stimme ich dazu? Ah, das wären schon mehrere. Ich sehe schon, da werden vielleicht gar nicht so arge große Überraschungen nachher am Ende auf Sie zukommen, aber wir schauen mal. Genau, weswegen ich hier bin, was ich von Haus aus mache, wenn die Patienten zu uns kommen, haben die in der Regel schon diesen H2-Atemtest durchlaufen. Die haben also eine Diagnose. Der Gastroenterologe oder der Hausarzt sagt, sie haben eine Laktoseunverträglichkeit oder Laktoseintoleranz. Bitte gehen Sie zum Ernährungsberater, lassen Sie sich informieren, was müssen Sie jetzt beachten, was kann eben diese Beschwerden lindern, kann Ihnen helfen, dass Sie beschwerdefrei werden. Ernährungstherapie bei der Laktoseintoleranz, es ist so, wenn das eben eine primäre Form ist, müssen Sie in der Regel, solange die Beschwerden bestehen, oftmals auch eben ein Leben lang eine Diät einhalten. Bei der sekundären Laktoseintoleranz wären eben die Beschwerden auch reversibel, wenn man die Haupterkrankung therapiert, wenn man eine Zöliakie hat, eine Glutenunverträglichkeit. Wenn man die eben besser eingestellt hat, dann kann es sein, dass diese Milchzuckerunverträglichkeit auch eben wieder besser im Griff wäre. Es ist so, dass wir unseren Patienten empfehlen, eine laktosefreie Kost für 2 bis 4 Wochen einzuhalten. Im Anschluss an diese laktosefreie Kost, also erstmal erhofft man sich, dass der Darm wieder zur Ruhe kommt. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn da jeden Tag immer neu wieder der Milchzucker ankommt, jeden Tag aufs Neue diese Gasbildung entsteht, das setzt dem Darm schon zu. Der braucht so ein bisschen Zeit, einfach auch bis der sich so ein bisschen beruhigt hat, bis der wieder seine Gase vielleicht auch losgeworden ist. Im Anschluss, wenn man eine Beschwerdefreiheit eben durch diese laktosearme Kost erreicht, dann setzt eben diese Testphase ein, wo Sie Lebensmittel auf Verträglichkeit testen sollen. Und der Test soll erfolgen einzeln. Also Sie sollen nicht sagen, yippie, ich kann wieder essen, ich versuche mal Milch, ich versuche mal Joghurt, ich versuche mal etc. Sie sollen das einzeln schrittweise austesten und Sie sollen das am liebsten auch zwischen den Mahlzeiten austesten, dass man eben ausschließen kann, dass es nicht andere Lebensmittel sind, die das machen. Der Professor Seifert hatte eben auf der Folie auch schon eben, ja, zum Beispiel den Salat mit draufstehen, die Hülsenfrüchte, Kohlgemüse, die können ja auch einfach Blähungen machen. Und wenn man die zusammen jetzt mit dem Joghurt austestet, kann man nicht mehr sagen, was hat mir denn jetzt die Gasbildung gemacht? Deshalb am liebsten in der Zwischenmahlzeit eben testen und versuchen, diese anderen Lebensmittel, die viel Ballaststoffe enthalten, die hohes Potenzial für Gasbildung haben, wegzulassen. Wenn sich nachher herausstellt, dass Sie ganz geringe Mengen Laktose nur vertragen, dann wäre es eben auch wichtig, dass man nochmal seine Medikamente kontrolliert, wenn Sie welche einnehmen und da eben schaut, ob da Laktose enthalten ist, gegebenenfalls das umstellen. Das ist wirklich so ein extra Punkt. Das ist nicht das allererste, was Sie machen sollten. In der Regel
relativ hohe Mengen Laktose vertragen. Da würden die Medikamente noch gar nicht so eine große Rolle spielen, weil da auch nicht so viel Laktose enthalten ist. Aber wenn jemand ganz empfindlich reagiert, dann sollte das zumindest im Hinterkopf nochmal sein, dass man da nochmal eben schaut, mit seinem Arzt Rücksprache hält. Eigentlich könnten wir nach dieser Folie schon Schluss machen. Es gibt 4 Ernährungsempfehlungen bei der Laktoseintoleranz, ziemlich simpel. Die erste wäre eben eine mäßig laktosereduzierte Kost mit 8 bis 10 Gramm Laktose am Tag einzuhalten. Dann, das würde so auf die meisten 75% der hier Anwesenden wahrscheinlich zutreffen, die, wenn sie eine Laktoseintoleranz hätten. Dazu sollen Sie Lebensmittel mit hohem oder mittlerem Gehalt an Laktose nicht oder nur eingeschränkt verzehren. Sie sollen laktosearme oder laktosefreie Lebensmittel bevorzugen. Und Sie sollen die tolerierte Laktosemenge, eben da sie sich nach der Verträglichkeit richtet, individuell austesten. Das sind die 4 Basics. Genau. Eine streng laktosefreie Kost, da haben wir eigentlich selten Patienten, die wirklich nur 1 oder 2 Gramm Laktose tolerieren und das einhalten müssen. Das ist häufig bei einem angeborenen Mangel von diesem Enzym. Das tritt nicht so häufig aus. Sie können sich merken, diese 8 bis 10 Gramm, das ist so ein Wert, mit dem Sie zurechtkommen könnten. Lebensmittelauswahl, das ist jetzt eigentlich das interessante Thema, denn häufig ist es so, die einfachsten Sachen fallen uns ein, die Milchprodukte, aber es gibt eben noch einen Haufen andere Lebensmittel, wo Laktose verborgen sein kann, was wir vielleicht nicht gerade mit im Blick haben. Ich habe Ihnen mal ein Tagesbeispiel mitgebracht und würde einfach mit Ihnen mal zusammen schauen, was sind Lebensmittel, die Laktose enthalten können hier. Und da werden wieder Sie gefragt, beim Frühstück zum Beispiel, das gab es heute Morgen bei mir, 2 Scheiben Weißbrot, ein Päckchen Butter, dann habe ich auf das eine Weißbrot habe ich Marmelade, einen Quark und eine Scheibe Brot mit Mortadella und ich habe ein Glas Fruchtsaft getrunken. Wo würden Sie sagen, was wären hier mögliche Laktosequellen? Quark höre ich schon. Weißbrot, Mortadella. Gut. Was ist mit der Butter? Auch. Das hört sich schon sehr gut an. Vormittags 2 Tassen Cappuccino, so ein Instant-Pulver, eigentlich mit einer Menge, würden Sie auch sagen. Mittags habe ich gedacht, na gut, nach den 2 Scheiben Brot, ich esse einen Teller gemischten Salat. Schafskäse war dabei, Oliven. Gab so ein Thousand Island Dressing. Ja, noch irgendetwas, wo Sie sagen? Der Käse. Ja, der Schafskäse auch. Ja, der Schafskäse. Kommen wir nachher noch zu, ist Laktose drin. Kaffeezeit, gab es ein Puddingplunder, Tasse Kaffee mit Kondensmilch, ist beides, ne? Am Abend waren wir kurz vorher noch eben essen. Ich habe meinen Freund eingepackt. Bauch ist gut gefüllt. Wo hätten wir hier die Laktose drin? Hätten wir in der Lasagne Laktose? Wäre auch was drin, ne? In den Pralinen, Tiramisu. Was würden Sie schätzen, wie viel Gramm Laktose? Mutige vor. Für die ganzen Lebensmittel? Wer sagt, wer wagt mehr, wer wagt weniger? Wie viel Gramm haben wir? 50? 25 Gramm haben wir. Also wenn Sie so eine ausgewogene Ernährung nach 10 Regeln DGE, von allem etwas dabei, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, ein bisschen Milchprodukte, ein bisschen Obst, Gemüse, Getreideprodukte, haben Sie so zwischen 20 und 30 Gramm Laktose in Ihrem Essen enthalten. Das wäre so ein guter Durchschnittstag. Da kommt man schon drauf, wenn Sie mit Ihren 8 bis 10 Gramm, dann legen Sie mal um das Doppelte höher und es würde wahrscheinlich Beschwerden bei Ihnen auslösen. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man so am Wochenende irgendwie doch dann eingeladen ist, noch Kaffee, Kuchen isst, irgendwie noch essen geht, dann hat man das wirklich schnell zusammen.
Ich habe Ihnen eine Übersicht mitgebracht. Da sind einmal in der ersten Spalte die Laktosegehalte in Gramm aufgeführt für 100 Gramm Lebensmittel. Und Sie sehen, das Trockenmagermilchpulver und das Trockenvollmilchpulver, die sind da oben. Die haben die höchsten Laktosegehalte mit 50,5 Gramm, 35,7 Gramm. Gut, das isst man jetzt nicht unbedingt pur, aber das wäre eben erheblich für alle möglichen verarbeiteten Lebensmittel. Milchschokolade, Schmelzkäse, also alle Milchprodukte finden sich hier eben in absteigender Reihenfolge. Was nochmal ganz interessant ist, wenn man das nochmal auf verzehrsübliche Portionsgrößen runterrechnet, das finden Sie in der zweiten Tabelle hier, dann ergibt sich nochmal ein anderes Bild. Dann stehen nicht mehr unbedingt die Milchschokolade, wenn man nicht gerade eine ganze Tafel isst am Wochenende, dann steht wirklich eher hier die Eiscreme oder die Kuhmilch, aber auch hier bei den Getränken Molkegetränke und die Buttermilch, die haben dann die höchsten Laktosegehalte auf die verzehrten Portionsgrößen, die wirklich dann höchstwahrscheinlich auch Beschwerden machen. Milchprodukte, ich denke, ich würde schon mal wagen, auch mit Ihnen zu sammeln, welche Milchprodukte wären denn unbedenklich zu verzehren, welche Milchprodukte würden keine Beschwerden verursachen. Bitte? Hartkäse. Ja. Ja, nee. Also in der Regel viele Käsesorten vom Hartkäse über Schnittkäse und Sauermilchkäse. Wenn Sie mal ins Käseregal gucken gehen, bei ganz vielen Schnittkäsesorten, die haben schon so ein Etikett drauf, laktosefrei, da gibt es wirklich viele. Ich habe heute gerade noch mal geguckt, Saint-Albré, Folépi, da gibt es auch Ich liebe Käse, das ist www.ichliebekäse, da können Sie gerne mal gucken gehen, da gibt es so eine Liste eben auch, wo Sie laktosefreie Käsesorten finden. Je doller der Käse gereift, desto weniger Laktose, desto weniger Probleme, aber in der Regel wird Käse ganz gut vertragen. Eben alle als laktosefrei deklarierten Produkte, ja, auszutestende Milchprodukte wären dann, da können wir auch mal eine Schnellsammlung machen, das haben Sie eben schon in der Liste gesehen. Was würden Sie sagen? Welche Milchprodukte könnten Beschwerden bereiten? Joghurt, Quark habe ich. Buttermilch, ja. Eiscreme, Schokolade habe ich gerade. Kakao. Ja, eben alles, was wir haben, Milch, Molke, Buttermilch, Quark, Joghurt, Eiscreme, Frischkäse, Hüttenkäse, Feta, Chesterkäse, also die haben wirklich noch solch Laktosegehalte, dass sie in größeren Mengen Ihnen Beschwerden bereiten können. Alle Produkte eben mit Milchpulver, das wäre dann eben auch dieser Instant, Cappuccino etc., da muss man auch wirklich immer noch mal dran denken, da ist Laktose in höheren Mengen drin und die Zeile hier, Sahne, Kondensmilch, Kaffeeweißer, Sahneersatz, so kalorienarme Sahne, da muss man überall dran denken, da ist eigentlich überall was drin. Joghurt ist so ein bisschen so eine Sonderposition, den habe ich hier bei Auszutesten mit aufgeführt, weil er hat relativ viel Laktose noch. Man muss aber auch sagen, ganz viele Patienten von uns können Joghurt ohne Probleme essen, weil einfach die Milchsäurebakterien schon die Laktose vergärt haben und das einfach weniger Probleme macht. Das wird in der Regel auch ganz gut vertragen. Kefir, ja, wär auch. Die Liste ist nicht vollständig, da fehlt noch Creme Fraiche, da fehlt Schmand, da fehlt etc. alles an Milchprodukten. Also Sie können sich wirklich merken, Joghurt in der Regel ganz gut verträglich, muss aber auch getestet werden. Und eben die Hart- und Schnitt- und Sauermilchkäse als unbedenklich zu verzehren. Getränke, was gibt's denn? Was können Sie unbedenklich zu sich nehmen? Wo ist garantiert keine Laktose drin? Wasser, Kaffee pur, Tee, genau. Cola, ja. Wer Fruchtsäfte, Limonaden habe ich gar nicht mit aufgeführt. Haben Sie mich ertappt hier? Wäre so. Auszutestende Lebensmittel, Getränke,
hatten wir eben im Prinzip auch schon alles, was Sie mit Kondensmilch oder mit Kaffeeweißer trinken und alle Instant-Produkte auf Basis von Milchpulver eben. Da müssen Sie gucken, wenn Sie irgendwas im Supermarkt kaufen, was nicht zu Wasser, Kaffee, Tee, Fruchtsäften oder Limonaden gehört, einmal aufs Etikett gucken, ob was mit drin ist. Obst, Gemüse, gibt es da Probleme? Nee, alle Obstsorten, alle Sorten Gemüse, alle Sorten Salat, Hülsenfrüchte, Soja, Nüsse stellen keine Probleme dar, wenn sie naturbelassen sind. Alles, was Sie frisch einkaufen, zubereiten, dürfte eben keine Laktose-assoziierten Beschwerden machen. Da sind natürlich eine Menge Ballaststoffe drin, die können schon auch Blähungen machen. Das muss man noch mit im Hinterkopf behalten, gerade so Kohlgemüse, Hülsenfrüchte, Salate, Rohkost. Was muss man austesten? Wo muss man nochmal Vorsicht walten lassen? Haben Sie eine Idee? Obst, Gemüse, gibt es da irgendwas? Sauerkraut geht. Milchsäure ist kein Problem. Kokosnuss geht auch, unbedenklich. Kokosmilch ist auch. Gerade wenn Sie so Tiefkühlgemüsemischungen haben, da ist manchmal eben bei der industriellen Herstellung Laktose mit zugesetzt. Das sind keine fürchterlich hohen Mengen, aber es kann enthalten sein. Kann zu diesen 25 Gramm am Tag beitragen, die Sie zu viel haben. Getreideprodukte, gehen die? Ist da Laktose von Haus aus drin? Nee, an den naturbelassenen Produkten eigentlich nicht. Sie haben alle Sorten Getreide, Weizen, Roggen, Hafer etc., was es so gibt, Reis, Nudeln, Mais, Getreideflocken, naturbelassen, Kartoffeln, Brot mit Ausnahme weniger Sorten. Da würde ich beim Bäcker immer auch nochmal nachfragen. Das lohnt sich eigentlich. Überwiegend ist da keine Laktose drin, aber bei Weißbrot kann das gut sein, dass Laktose mit enthalten ist. Auch so Brot- und Kuchenbackmischung, wenn Sie selber backen, wenn Sie sagen, ich will das in der Hand haben, selber gucken, aber eine Backmischung nehmen, da nochmal drauf gucken, kann was enthalten sein. Milchbrötchen, wie der Name schon sagt, einige Knäckebrotsorten haben Milch mit enthalten, da würde ich auch nochmal gucken, das lohnt sich. Alle Backwaren, Kuchen, Kekse etc., Cracker und Müsli-Mischungen haben häufig auch ein bisschen Laktose mit enthalten. Da muss, also wie gesagt, alles, was man nicht selber irgendwie herstellt, da einmal aufs Etikett mit gucken. Fleisch, Fisch, Eier, würden Sie sagen, da haben wir mit Laktose zu tun? Wurst, höre ich schon. Ja. Also alle Sorten Fleisch, Fisch, Eier unverarbeitet, dürfte eigentlich nichts dabei sein. Wenn Sie aber schon eben Fleisch, Wurst waren, Brühwürste, Leberwürste etc., Wurstkonserven kann was enthalten sein, kalorienreduzierte Wurstsorten, wird Milchzucker gerne als Füllstoff auch benutzt von der Industrie. Eben tiefgefrorene Fleischerzeugnisse kann auch wieder eben, um die Produkteigenschaften hervorzuheben, von der Industrie eingesetzt sein, die Laktose, alle Fertig- und Halbfertigprodukte. Fette und Öle haben wir so eigentlich auch keine Laktose enthalten. Ganz unbedenklich, alle Pflanzenöle, alle Pflanzenfette. Bei der Margarine muss man schauen, es gibt einige Sorten, die mit Milch zubereitet sind. Da müsste wirklich milchfrei dann draufstehen oder in der Zutatenliste nichts drinstehen. Margarine, Butter muss man austesten, aber wie Sie vorhin schon so ein bisschen auch in der Fragerunde die Meinung hatten, die Butter hat nicht so ganz viel Laktose, die wird in der Regel auch ganz gut vertragen, die hat wirklich minimal. Gewürze und Süßmittel, da wird es ein bisschen interessanter. Unbedenklich, was würden Sie sagen? Pfeffer, Salz? Gewürzmischung? Alle Kräuter? Ich habe mal hiermit aufgeführt, Salz. Alle reinen Gewürze sind unbedenklich, da ist keine Laktose mit drin. Alle reinen Kräuter auch. Zucker, Honig, Konfitüre, Süßstoffe, Sirup, Dicksäfte, da ist überall keine Laktose enthalten. Es wird dann wirklich spannend bei Gewürzmischung. Da ist häufig Laktose drin.
Da muss man gucken. Also wenn Sie Gyros-Gewürz haben, da kann was drin sein. Wenn reine weg italienische Kräuter draufsteht, das ist zwar auch eine Mischung, aber es ist eine Mischung aus reinen Kräutern. Da wäre nichts drin, aber alles, was so eben, ja, Brathähnchengewürz etc. Alle Süßwaren eben, alles, was man da so findet, da muss man auch immer noch mal gucken, alles, was industriell hergestellt wurde. Ich habe einen extra Punkt Fertigprodukte gemacht und habe gar nicht mehr unbedenkliche Lebensmittel aufgenommen, weil im Prinzip, Sie müssten eigentlich alles mal umdrehen. Ich denke, das ist schon ganz gut angeklungen. Wenn ein Patient zu uns kommt, sagen wir ihm eigentlich alles, was Sie kaufen, drehen Sie es um, gucken Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Beschwerden nicht aufhören. Sie denken, Sie essen eigentlich schon laktosearm, Sie meiden schon das meiste. Wirklich bei den Produkten nochmal gucken, ob da was drin sein könnte. Das ist so der häufigste, die häufigste Fehlerquelle. Alle Instant-Erzeugnisse, Kartoffelpüree-Pulver, alle Cremesuppen und. Sahnebonbons, Karamellbonbons und wieder und. Nuss-Nougat-Creme, Füllung von Süßigkeiten, Milchschokolade, Pralinen, diverse Riegel, also eigentlich alles, was man so findet. Magermilchpulver ist immer beliebt in der Lebensmittelindustrie. Zusammenfassend eben, Laktose kann enthalten sein in Milchprodukten, Produkten auf Basis von Milchpulver, Brot- und Backwaren, Süßwaren, Fleisch-Wurstwaren, Gewürzmischung, Fertig- und Halbfertigprodukte. Das heißt nicht, dass Sie die gar nicht essen dürfen, aber es muss auf Verträglichkeit getestet werden und man muss im Auge behalten, dass es in der Tagessumme eben dann etwas zu viel sein kann, wenn man sehr viel von diesen Produkten einsetzt. Ich habe noch mal ein bisschen was zum Raten mitgebracht. Sie haben eine Zutatenliste, sehen auch schon, dass da ein Magermilchpulver auftaucht, wird man jetzt ja vermuten, da ist Laktose enthalten. Was würden Sie tippen, um was handelt es sich hier? Cappuccino? Richtig, das ist, denke ich, aber auch schon ganz klar geworden, so im Vortrag. Ich habe noch einen zweiten mitgebracht, der ist schon etwas kniffliger, da weiß ich nicht, ob das jemand... Da jemand da drauf kommt, Mutige dürfen gerne vor. Rot? Ja, gibt es noch weitere Tipps? Also wenn jemand eine Idee hat? Richtig. Also da muss man wirklich auch noch mal dran denken. Da denkt man ja vielleicht, okay, da dürfte nichts drin sein. Doch, auch in... Knorfix für Salatkräuter, ohne dass ich Werbung machen möchte. Und einen letzten habe ich Ihnen noch mitgebracht. Ja, so Joghurtgums. Da sagt es der Name auch schon, aber ja. Hinter welchen Zutaten verbirgt sich Laktose? Die Angabe, dass da nun wirklich Laktose drin ist, findet man selten irgendwo so auf der Verpackung. Man muss wirklich gezielt gucken in der Zutatenliste. Die gibt dann eben Hinweise. Da steht auch nicht immer Laktose oder Milch. Das verbirgt sich manchmal auch hinter anderen Zutaten oder Begriffen. Auf jeden Fall sind die Zutaten der Menge nach in absteigender Reihenfolge angeordnet. Sie können sich sicher sein, wenn die Laktose ganz am Ende steht, ist wahrscheinlich recht wenig drin. Wenn sie ganz am Anfang steht, ist recht viel drin. Wenn sie irgendwo in der Mitte steht, zum Beispiel bei dem Knorfix für Salat, da sind 2 Gramm pro Portion an Kohlenhydraten drin. Das stand nicht am Anfang, also da ist weniger als 1 Gramm Laktose drin. Das ist jetzt nicht die Welt, aber so kann man sich eigentlich ganz gut behelfen, dass man einschätzt, ist da viel oder wenig drin. Laktosehaltige Produkte können eben auftreten in Form oder auf dieser Zutatenliste erscheinen in Form von Milchzucker, Laktose, Magermilch, Milchpulver, Magermilchpulver, Trockenmilchpulver, Sahne, Sahnepulver, Molkepulver etc. Alles, was so diese Milchprodukte eben hergeben. Unbedenklich sind Glucose, Fructose, also alle Zucker enden auf Ose. Man kann sich das ganz gut merken. Alles mit Ose geht in die Hose. Das sind die Zucker, die enden hinten auf Ose. Und da ist eigentlich nur die Laktose, der milchzuckerhaltige
Alle anderen sind unbedenklich. Auch Sorbit, auch die Zuckeralkohole, Maltit, Milchsäure ist auch kein Problem, da ist keine Laktose enthalten, ist auch unbedenklich. Ja, das so als kleinen Ratgeber so für die Zutatenliste, da kann man sich, könnte man sich ganz gut orientieren. Gibt es Alternativen, haben wir vorhin auch schon so ein bisschen, war schon angeklungen, die ein oder andere Frage. Was ich finde sehr gut, was wir unseren Patienten empfehlen, da das auch sehr eiweißreich ist, ist eben Sojamilch und Produkte aus Sojamilch. Das ist eigentlich ein prima Ersatz. Man kann das gut für einen Milchkaffee nutzen, als Milchschaum aufschäumen. Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch oder Kokosmilch wären eben auch gute Ersatzprodukte. Und Minus-L-Produkte wären eben auch geeignet. Die haben unter 0,1 Gramm Laktose in 100 Gramm Lebensmittel. Die können Sie sehr gut als Ersatz verwenden. Dann hat der ein oder andere vielleicht auch schon von diesen Enzymersatzprodukten oder von der Laktase gehört, die man vorher in so ein Lebensmittel einrühren kann. Wir empfehlen das unseren Patienten eigentlich nur ergänzend für den Außerhausverzehr. Wenn man wirklich mal eingeladen ist, man kann das nicht bestimmen, ist da jetzt Laktose drin und man hat auch keine große Wahl im Geschäftsessen. Man kann jetzt nicht sagen, na, ich mäkel hier am Essen rum. Dann sind diese Tabletten, diese Laktose in Tablettenform wirklich unmittelbar zur Mahlzeit eingenommen, wären dann eine Hilfe. Man muss aber sagen, sie helfen nicht bei jedem. Sie wirken nicht bei jedem gleich gut. Das ist eben auch der Grund, warum wir sagen, das ist nicht das Allheilmittel. Essen Sie einfach Laktose weiter. Das ist schon sinnvoll, die weitestgehend auszusparen, zumindest nur so viel Laktose zu essen, wie viel Sie vertragen und eben in so speziellen Situationen diese Lacto-Stop-Tabletten mitzunehmen. Weniger geeignet für den täglichen Bedarf. Und dann hatten wir nochmal diese ganzen anderen Milchen von den Säugetieren. Das war nochmal die Frage. Auch Stutenmilch wäre ja eine Ziegenmilch, Schafmilch, Eselsmilch. Die haben alle auch Laktose. Auch wie die Frauenmilch Laktose hat, so haben diese hat diese Milch auch Laktose, die wären einfach ungeeignet wegen dem hohen Laktosegehalt. Was eben bei der Laktoseintoleranz, wenn man die Milchprodukte meidet, zum Problem werden kann, ist eben eine gute Calciumversorgung zu gewährleisten. Ich habe Ihnen einmal die Zufuhrempfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mitgebracht. Das sind 1000 Milligramm Calcium, die Sie am Tag zu sich nehmen sollen, um eben genug Baustoff für den Knochen, für andere Stoffwechsel Vorgänge zu liefern. Wenn Sie jetzt mal angucken, so Portionen, übliche Milchportionen, die liefern Ihnen so zwischen 180 und 240 Milligramm Calcium schon. Die Milchprodukte sind sehr calciumreich, sind gute Lieferanten, eben um den Tagesbedarf zu erreichen. Sie sehen, wenn Sie, wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, 3 Portionen Milchprodukte pro Tag verzehren, haben Sie schon 662 Milligramm Calcium erreicht. Das ist immer schon über die Hälfte von der Zufuhrempfehlung. Gute Alternativen wären eben Calcium-Mineralwässer. Das geht los ab 150 Milligramm pro Liter, ist ein Mineralwasser calciumreich. Die können aber weit mehr Calcium auch haben. Die können bis 500 Milligramm pro Liter haben. Das wäre in jedem Fall, wenn Sie Milchprodukte reduzieren müssen, würde ich eben schauen, mein Mineralwasser mir nehmen. Geroldsteiner wäre eine gute Alternative. Der hat auch einen sehr guten Magnesiumgehalt. Das Verhältnis ist sehr positiv. Aber wenn Sie in den Supermarkt gehen und schauen, werden Sie auch einige andere calciumreiche Mineralwässer finden. Des Weiteren grüne Blattgemüse, Spinat, Mangold, Rucola, haben so 100 bis 160 Milligramm Calcium pro 100 Gramm. Kräuter haben sehr viel mehr Calcium, man isst sie aber auch in sehr viel geringerer Menge. Also die haben so 200, 400, teilweise bis 600 Milligramm Calcium. Aber das wäre vielleicht auch nochmal so nach diesem Abend, würzen Sie mehr mit Kräutern, nutzen Sie die Vielfalt mehr, da tun Sie sich für Ihr Calcium auch was Gutes. Ansonsten alle grünen Blattgemüse sind calciumreich, können Sie gerne reichlich verwenden. Dann einige Hülsenfrüchte, die viel Calcium haben, Kichererbsen, weiße Bohnen, ganze Sojabohnen und Tofu, so zwischen 100 und 125 Milligramm Calcium pro 100 Gramm Lebensmittel.
Nüsse, insbesondere Haselnüsse, Mandeln, Paranüsse und Pistazien sind kalziumreich. Die können Sie gerne, wird sich Ihr Kardiologe auch bedanken für die wertvollen ungesättigten Fettsäuren, haben so 100 bis 250 Milligramm Kalzium. Trockenfrüchte, weil sie einfach so konzentriert sind, haben auch relativ viel Kalzium, sollte man in Maßen einfach verzehren, nicht jetzt reichhaltig. Ich würde mich schon an die Nüsse, an die Hülsenfrüchte, an die grünen Blattgemüse dann halten. Genau, dann kommen wir zur Auflösung. Einfach nochmal, erinnern Sie sich vom Anfang, Ursache der Laktoseintoleranz ist ein Mangel an milchzuckerspaltenden Enzymen, der Laktase, das konnten Sie alle relativ gut beantworten, das ist richtig natürlich. Verzehr von laktosefreier Butter ist dem Verzehr von einer herkömmlichen Butter in jedem Fall vorzuziehen, ist nicht so. Butter hat wenig Laktose, muss man auf Verträglichkeit testen. In der Regel kann man eine ganz herkömmliche Butter gut mit einsetzen. Es bedient in gewisser Weise eine Angst oder ein tue ich alles bei meiner Erkrankung. Die Hersteller haben das auch erkannt und können da ihr Produkt verkaufen. Das ist aber teurer. Ja, die ist teurer, aber von der ernährungstherapeutischen Sicht ist Butter der kleinste Faktor bei einer Laktoseintoleranz. Da machen Sie den kleinsten Fehler mit. Das ist wirklich, wenn man ganz sensibel bei nur einem Gramm eben mit Verdauungsbeschwerden anschlägt. Maltose, Maltodextrin, da hatten Sie mich relativ schnell auch überführt. Das ist natürlich falsch. Das hat gar nichts mit Laktose zu tun. Das sind einfach andere Zucker, andere Zweifach- und Mehrfachzucker, die Sie unbedenklich essen können. Um Herrn Professor Seifert, in größeren Mengen kann alles Verdauungsbeschwerden verursachen, ganz klar. Aber nicht auf Basis der Laktose. Genau. Verlauf der Stoffwechselerkrankung wird innerhalb des Hausarztprogramms Lactofit kontrolliert. Ist auch falsch. Erstens ist es keine Stoffwechselerkrankung. Das ist, glaube ich, von Professor Seifert in dem Vortrag schon klar geworden. Es ist wirklich lokal im Darm, wo sich was abspielt. Und es gibt auch kein Hausarztprogramm. Es wird zwar Diabetes und Bluthochdruck im Hausarztprogramm kontrolliert, aber Laktoseintoleranz nicht. Magermilchpulver, das haben Sie auch schon an den Tabellen gesehen, ist natürlich nicht das milchzuckerfreie Extrakt. Das hat eine Menge Milchzucker, eine Menge Laktose und kann nicht gut als Milchersatz verwendet werden. Ist auch falsch. Und bei Verzicht auf Milchprodukten kann die Kalziumzufuhr vermindert sein. Das ist richtig, hatten Sie auch schon eigentlich schon so eben gesagt. Ich denke, ja, damit wäre ich soweit, was jetzt das, was ich Ihnen mitgebracht habe, am Ende. Ich habe Ihnen noch ein bisschen Literaturtipps mitgebracht, was ich ganz gut finde. Das ist eine Broschüre vom Institut Danone. Da steht alles gebündelt noch einmal drin zur Ernährungstherapie. Das können Sie sich bestellen im Internet unter www.institutdanone.de. Ansonsten habe ich noch ein Buch mitgebracht, ein Buchtipp von Thilo Schleib. Das ist selber ein betroffener Autor, der hat Laktoseintoleranz eben herausgegeben und generell allgemeine Informationen zur gesunden Ernährung, zur ausgewogenen Ernährung über waswiressen.de oder über die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.